89.0 RTL. Unser Praktikant Benny. Selbstlos und mutig steht er hier als menschliche Torwart. Wir suchen Leute, die ihn mit diesem Ball hier treffen. Jetzt siehst du den Benny. Muss ich dir noch erklären, wie es funktioniert? Oder kannst du dir vorstellen, wie es läuft? Na, ich weiß immer noch nicht ganz, ob ihr Sadisten seid und ihm wirklich ins Zentrum schießen lassen wollt. Ziel ist es, tatsächlich das Foul, also seine goldene Mitte zu treffen. Und falls du triffst, dann gibt es noch 89 Euro okay. Für dich. Okay. Au! Der Benny hat die Augen zugemacht, völlig ohne Grund, denn der Ball geht 2 Meter übers Tor. Von der Richtung her war der ja in Ordnung nur. Richtung war in Ordnung, aber viel zu hoch. Ja. Tillmann ist es, 2 Meter groß. Hallo. So, Tillmann hat sich nochmal die Schuhe zugeschnürt und er hat Anlauf genommen. 20 Meter, also wenn ihr mal guckt, da irgendwo da hinten steht er jetzt. Hier kommt er mit 20 Meter Anlauf. Nicht, dass die Glocken gleich klingeln. Das ist kein Problem. Okay. 3 Schritte Anlauf. Und links am Kopf vorbei. Und jetzt haben wir mal eine Frau, die Nele, die es ja. Probiert, hallo. Benny in seiner goldenen Mitte zu treffen. Mhm. Und zwar dort, wo es Männern am meisten wehtut. Genau, ich gebe mein Bestes. Bereitet dir das jetzt Freude oder tut es dir ein bisschen leid? Er tut mir schon ein bisschen leid, weil er das ja schon ein paar Tage macht, aber ich kenne da keine Gnade. Keine Gnade. Es gab jetzt ganz kurz Diskussionen, ob das auch wirklich ein Volltreffer war oder nicht. Und nicht nur in Brasilien, die haben dort die Torkamera, sondern wir haben ja auch unseren Videobeweis. Yeah. Wir gucken nochmal drauf und wir sehen, ja, das war ein Streifschuss. Also das können wir auf jeden Fall zählen lassen. Oh, yeah. Ich hab's leider nicht passend. Muss passen. Hast du 11 Euro mit? Kannst du wechseln? Wenn es jetzt am Wechselgeld scheitert, dann tut's mir leid. Sämtliche Jungs haben es probiert an unserer lebendigen Torwand, aber eine Frau hat es nur geschafft, und zwar Frauenfußballerin Nele. Die hat Benny genau hier getroffen und sich damit 89 Euro gesichert. Wir sind weiterhin bei jedem Deutschlandspiel unterwegs und genau deshalb ist Benny der größte Nationalelf-Fan, denn er hofft, dass unsere Mannschaft bis ins Finale kommt und er noch den ein oder anderen Schuss abwehren darf. Nein, bitte nicht. Bitte, Deutschland, flieg raus. Nein, das kannst du doch nicht machen.